Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um einen einfachen Trick im heutigen Video, wie Sie bei YouTube-Videos, die Sie auf Facebook teilen, wie Sie die einfach noch nachbearbeiten können, damit die attraktiver werden auf Facebook. Und ich meine jetzt Folgendes: Ich nehme jetzt mal irgendein beliebiges Video, das klicke ich jetzt mal an hier auf YouTube. So, das stoppe ich jetzt mal gleich und dann kopiere ich mir oben einfach den Link dieses Videos, gehe rüber zu Facebook und möchte das jetzt hier posten. So wie man das eben des Öfteren macht, wenn man ein tolles Video findet. Man kann auch seine eigenen Videos natürlich nehmen. Aber ich füge das jetzt hier mal ein. Jetzt passiert Folgendes. Man sieht hier das Video, also das Bild, dann sieht man hier die Überschrift und dann auch noch so eine kleine Beschreibung. Das sieht jetzt aber nicht wirklich attraktiv aus bei diesem Video. Da kann man jetzt nicht wirklich etwas damit anfangen. Und was viele nicht wissen, man kann jetzt bei Facebook einfach eins machen. Man bewegt die Maus jetzt über diese Schrift, dann leuchtet das gelb auf. Und wenn ich einmal links reinklicke, kann ich das verändern, wie ich das möchte. Ich kann jetzt hier reinschreiben, wir ändern jetzt einfach mal diesen Textbeistrich, da er langweilig ist. Punkt. Das ist jetzt wirklich nur mal ein Test, damit Sie sehen, dass das funktioniert. Und das gleiche kann ich hier drunter noch machen. Da klicke ich jetzt auch einmal drauf. Auch das kann ich noch ändern. Diesen Satz ändern wir auch noch. Fertig. Und hier können Sie bei allen Videos, die Sie hier bei Facebook reinkopieren und posten möchten, diese beiden Schriften ändern. Man kann hier irgendetwas zum Animieren reinschreiben, zum Beispiel: Hey Leute, seht euch dieses geile Video an, ich habe selten so gelacht. Man kann einfach den Text durch so einen ersetzen. Das ist so der ganze Trick dahinter. Ist eigentlich gar kein Trick, aber das ist einfach eine Funktion, die viele nicht kennen. Und eins möchte ich auch noch sagen: Wenn Sie es jetzt rein bei YouTube teilen, dann funktioniert das nicht. Also wenn Sie jetzt da auf YouTube sind, hier auf den Teilen-Button klicken und hier auf Facebook, dann öffnet sich hier nur dieses kleine Pop-up-Fenster. Und wenn ich jetzt hier drüber meine Maus hier drüber bewege, dann passiert da gar nichts. Also man muss schon zuerst den Link hier einfach kopieren und bei Facebook dann einfach hier beim Update-Status reinkopieren. Dann funktioniert das. Ich hoffe, dieser Trick war hilfreich. Und ich sage es jetzt wie immer: Wenn es hilfreich war, dann bitte ein Gefällt mir. Würde mich sehr freuen beim Video. Gerne können Sie es auch hier teilen auf Facebook. Und irgendwo im Video ist ein Button, wo Sie meinen Kanal mit nur einem einzigen Klick abonnieren können. Dann erhalten Sie immer weitere Updates von meinen Videos. Das war's jetzt. Machen Sie das bitte jetzt und wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen.